Nicht weit weg von hier. Wir ziehen zu dir auf vielen Straßen, aus Nord und Süd und Ost und West. Es ist nicht weit zu deinen Kammern, weil du dich von uns finden lässt. Wir wollen näher, näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir. Näher, näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir. Hinten fest umschlossen, du hast die Hand auf mich gelegt, das Öl der Heilung ausgegossen und Ewigkeit ins Herz gesät. Du hast die Augen eines Vaters, die Sehnsucht lässt mich nie mehr gehen. Wie könnte ich jemals von dir lassen und dein Gesicht nicht vor mir sehen? Wir wollen herzlich willkommen zum heutigen Lobpreisabend. Es ist ganz klasse, dass es hier ja so voll aussieht. Wir haben uns auch ganz sehr gefreut über die Urlaubsgrüße, die uns zum letzten Lobpreisabend erreicht haben. Das war ein besonderes Geschenk, also vielen Dank dafür. Das war ganz toll, vom Urlaub aus mal hierher zuzusehen über den Livestream. Also insofern herzlich willkommen auch alle am Livestream. Das ist ganz schön, dass ihr auch da zuguckt und später noch zugucken könnt. Ganz klasse. Ja, mein Dank erstmal noch an alle Techniker, die das ermöglichen, dass der Livestream immer wieder läuft und alles hier schön aufgenommen wird. Die Band habt ihr jetzt schon gehört. Schön, dass ihr da seid und uns mitnehmt vor Gottes Thron, vor sein Angesicht. Alle Mitarbeiter, die irgendwas schön gemacht haben, auch von der Adventgemeinde, oh, so schön dekoriert. Heute wurde unser Robert, unser Mitarbeiter, auch in der Adventgemeinde nochmal international ordiniert. Also hat nochmal ein richtiges, ich würde sagen, Zertifikat bekommen, eine Urkunde, dass er jetzt international anerkannter Pastor ist. Also was ganz Besonderes, das wusste ich gar nicht, aber habe es dann so nebenbei erfahren. Also Robert,
Herzliche Gratulation auch dir nochmal, dass du dich wohlfühlst in dieser Sache und dem Herrn dienst. Wie das so biblisch ist, das Leben lang dient man dem Herrn. Wenn man einmal zu ihm Ja gesagt hat, ist man immer dran. Und das ist wunderbar, es gibt nichts Schöneres. Wir haben einen heute, der das auch macht, Udo Knöfel, herzlich willkommen als Verkündiger von heute Abend. Er ist der Pastor der Jesusgemeinde Soland, für viele schon sehr bekannt, da er alle Jahre wieder hier ist. Da freuen wir uns sehr, dass du uns die Treue hältst, Udo. Das ist bemerkenswert. Er hat schöne Bücher geschrieben, zum Beispiel das Buch Wahnsinn. Na? Udo, das andere ist noch ein bisschen im Wertungsprozess. Aha. Okay, also ich will nicht zu viel Werbung machen, es muss noch fertig werden, das zweite. Ja, aber Wahnsinn ist wirklich ein Wahnsinn. Es lohnt sich, das Buch zu erwerben und zu lesen. Man kriegt was mit vom Wirken des Heiligen Geistes. Und ich hoffe, ihr alle kriegt was mit, auch heute Abend, vom Wirken des Heiligen Geistes. Dann wäre dieser Abend nicht vergeblich. Ist er nie, wenn man im Namen des Herrn zusammenkommt. Ich bete nochmal, dass der Herr uns begegnet heute Abend. Danke, Herr, dass du sagst, wenn zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dann bist du schon mitten unter ihnen. Um wie viel mehr heute Abend, wenn so viele versammelt sind in deinem Namen, um dir zu begegnen, dich zu erleben. Und das wollen wir. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du es uns möglich machst, ja, den Vater Jesus zu erleben und dass du uns selber im Lobpreis hinbewegst vor den Thron des Vaters in der unsichtbaren Welt. Das wollen wir erleben und danach strecken wir uns aus. Amen. Gut, ganz herzlichen Dank für die Spenden vom 26. Juni, wo wir über Livestream aus dem Urlaub zugeguckt haben. Für Paul und Ute sind 471,06 € gegeben worden. Also ganz herzlichen Dank. Das ist was Schönes. Heute soll die Kollekte zum Hauptteil für die Jesusgemeinde Soland sein, wo Udo der Pastor ist, vielleicht auch ganz, je nachdem, wie groß sie ausfällt. Wenn sie sehr groß ausfällt, dann werden wir wieder ein bisschen abzweigen für unseren lieben Paul und die liebe Ute, da die immer noch, wie nennt man das, Missionspartner, sagen andere Werke, suchen für ihren Dienst, um das bei uns im Werk tun zu können. Ja, wir machen die innere Mission hauptsächlich in Deutschland, im Annaberger Rahmen und ja, darüber hinaus auch ein bisschen. Bis nach Österreich geht es auch manchmal zu Wanderrüstzeiten. Ist also ganz cool. Wer da noch nicht dabei war, die Wanderrüstzeit hat noch freie Plätze. Gut. Der nächste Lobpreisabend wird am Samstag, dem 24. Juli sein. Da wird der Klaus uns predigen. Wir freuen uns ganz sehr, dass das für unseren lieben Klaus wieder möglich ist, dass der Herr so weit an ihm gewirkt hat, dass er da mal wieder predigen kann. Also eine große Vorfreude, auch für uns als Team. Ansonsten über die Webseite kann man das dann auch verfolgen. So viel erstmal vom Einstieg. Jetzt sind die Lobpreiser wieder dran, seid gesegnet. Wir hatten heute schon, heute und gestern, nee, nur heute, mit einem Udo richtig cooles Thema über Gott als Vater. Und sehr geistreich, sehr frisch und gar nicht religiös, richtig gut. Wer von euch würde sagen, dass Gott ein guter Vater ist? Das ist sehr gut. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr geht mit eurem Vater an der Ostsee spazieren und an der Ostsee sind manchmal solche Klippen. Und da sind manchmal solche Schilder, wo draufsteht, hier nicht spazieren gehen. Und euer Vater sagt euch, geht dort nicht spazieren. Und ihr geht dorthin und fallt runter. Was würde ein guter Vater machen? Er würde dorthin rennen. Der würde hinrennen und seinem Sohn helfen. Er würde nicht sagen, nö, mein Sohn hat nicht auf mich gehört. Der soll sich jetzt mal kümmern. Das macht er alleine. Nee, nee, ein guter Vater würde hingehen. Wer von euch hat schon mal gesündigt und dachte dann, Mist, ich muss jetzt erstmal Sünden bekennen, bevor ich wieder zum Vater kommen kann?
Okay, das ist irgendwie das gleiche Beispiel. Gott gibt uns Regeln, es gibt einen Abgrund, wir fallen runter. Und was macht der gute Vater? Der ist nicht so, ne, der hat gesündigt zu dem, der muss jetzt erstmal bei irgendjemandem Sünden bekennen gehen, damit er wieder zu mir kommen kann. Nee, ein guter Vater, der würde zu seinem Kind hingehen und dem Kind aufhelfen. Und das ist so, wir denken das oft, Mist, ich habe es verrasselt, ich muss jetzt erst wieder irgendwie heilig leben, damit ich zu Gott kommen kann. Aber nee, so ist es nicht. Gott ist mittendrin, mitten in der Sünde, mitten in den Dingen, wo wir schlecht sind, ist Gott mittendrin und möchte uns daraus helfen. Und das ist ganz wunderbar. Und das Zweite ist, wenn ihr jetzt hier seid und ihr habt gesündigt und ist noch nicht bekannt, könnt ihr trotzdem jetzt zum Vater kommen. Ihr könnt jetzt trotzdem hinkommen, denn es geht bei solchen Lobpreisabenden nicht darum, ja, dass hier vorne jemand steht und dann eine Predigt gibt und danach fühlt man sich so wohl und alles ist super, sondern es geht darum, dass jeder hier persönlich eine Begegnung mit dem himmlischen Vater hat. Und das ist gar nicht so wichtig, wer vorne steht, das ist gar nicht so wichtig, wie die Musik ist, wer Musik macht, sondern es geht um eure Beziehung mit Gott. Genau. Also macht euch auf, selbst wenn ihr gesündigt habt. Gott ist trotzdem da und Gott ist gut. Ich komme jetzt zu dir, als dein Kind lauf ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, ich komme jetzt zu dir, als dein Kind lauf ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater, bei dir bin ich zu Hause, Vater, bei dir berge ich mich, Vater, bei dir finde ich Ruhe, oh mein Vater. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Vater, du gibst mir, was ich brauch. Du empfängst mich mit offenen Armen. Du füllst all meine Sehnsucht aus, lieber Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir bei dir bin ich.
Vater, bei dir finde ich Ruhe, oh mein Vater. Ich liebe Herr, danke, dass wir zu dir kommen dürfen, egal was passiert ist, dass du immer da bist und dass du unser guter Vater bist und dass du es wirklich gut meinst. Und ich bete, dass es jeder hier verstehen kann und jeder hier eine Begegnung mit dir hat heute Abend. Der dich errettet vor dem Tod und der dir beisteht in der Not, der dich mit Huld und Gnade krönt, der dich mit seiner Gunst verwöhnt. Er macht dein Leben wieder neu und wie ein Adler fliegst du frei. Lobe den Herrn, meine Seele. Meine Seele, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, alles in mir, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, alles in mir, lobe den Herrn. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und vergiss nicht, dass er dir Gutes getan hat. Er handelt nicht nach unserer Schuld, denn er ist gnädig, hat Geduld. Wir ihn fürchten, sind gewiss, dass er uns kennt und nicht vergisst. Er handelt nicht nach unserer Schuld, denn er ist gnädig, hat Geduld. Wir ihn fürchten, sind gewiss, dass er uns kennt und nicht vergisst. Mach dein Leben wieder neu und wie ein Adler fliegst du frei. Lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele, alles in mir, lobe den Herrn. Lobe
den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele, alles in mir, lobe den Herrn. Und vergiss nicht, dass er dir Gutes getan hat. Und vergiss nicht, dass er dir Gutes getan hat. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. König, wie könnte ich nicht im Lobpreis stehen, anbetend auf die Knie gehen, angesichts deines Wesens. Ich preise deine Herrlichkeit, jetzt und in alle Ewigkeit, oh Gott, starker König. Die Knie gehen angesichts deines Wesens. Kommen, Herr, ist nicht mehr weit. Wir sehnen jenen Tag herbei. Tanzen und lachen, Jubel schreien, wenn du kommst und mir dein Angesicht sehen. Denn kommen, Herr, ist nicht mehr weit. Wir sehnen jenen Tag herbei. Tanzen und lachen, Jubel schreien, wenn du kommst
und wie dein Angesicht sehe. Ich preise deine Herrlichkeit, jetzt und in alle Ewigkeit, o oh Gott. Starker König, wie könnte ich nicht im Lobpreis stehen, anbetend auf die Knie gehen, angesichts deines Wesens. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, er herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, unser Gott ist ein mächtiger Gott, er herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, unser Gott ist ein mächtiger Gott, er herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, unser Gott ist ein mächtiger Gott, er Weisheit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Er herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Gott ist ein mächtiger Ist da etwas zerbrochen in dir? Wiegt die Last deiner Schuld viel zu schwer? Komm, Jesus ruft dich. Bist du voller Verzweiflung und Frust? Hast du diesen unstillbaren Durst? Komm, Jesus ruft dich. Komm heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Lass Bedauern und Fehler zurück, warte nicht, jetzt ist dein Augenblick, komm, Jesus ruft dich. Seine Freude lässt Sorgen vergehen,
der Asche wird Neues entstehen. Komm, Jesus ruft dich. Er ruft dich. Komm heute zum Vater. Er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Komm heute zum Vater. Er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Wenn ihr hier seid und noch nie diese Berührung mit dem Vater hattet, dann könnt ihr euch jetzt danach ausstrecken. Ihr könnt es wirklich so machen und wir machen es so, dass die Leute, die um euch drum herum stehen, in angemessenem Abstand für euch beten. Weil das ist wirklich wichtig, Gott als Vater erlebt zu haben. Also traut euch, streckt euch aus. Oder wenn ihr es neu braucht. Heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Komm heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Komm heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Zum Vater, er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Komm heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat.
wer du bist, was du tust, wie du liebst, lässt mich nur staunen, Herr, wie du kämpfst und wie du führst, was du willst.
Herr, wir beten dich an, weil du der Schöpfer des Himmels und der Erde bist, weil du ein guter Vater bist und weil wir uns deine Kinder nennen dürfen. Herr, und du bist groß. Amen. So, die Kinder dürfen jetzt in die Kinderstunde. Ihr könnt euch bei der Treppe da einfinden. Da müssten jetzt die Kindermitarbeiter bei euch gleich erscheinen. Wunderbar. Gut, und wir wenden uns jetzt dem Gebet zu, wieder dann in Kleingruppen, wobei wir dann auch die Fenster aufmachen zum Durchlüften. Wir wollen heute Gebet für Einheit in den Gemeinden aufs Herz nehmen und dass der Heilige Geist in die Gemeinden hinein weht, hinein erweckt. Wir merken, dass manches bei uns im Land nicht so ist, wie es dem Herrn gefällt. In der Offenbarung gab es auch mal eine Gemeinde, wo er gesagt hat, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Es gibt also Gemeinden, wo der Herr gerne reinkommen möchte. Und dann hat er gesagt zu der Gemeinde, ach, dass ihr heiß oder kalt werdet, weil ihr aber lau seid, muss ich euch ausspucken. Das kann leider ein Zustand von Gemeinden manchmal sein. Und das entdecken wir dummerweise auch bei uns im Land. Und wir wünschen uns, dass da was aufgeweckt wird. Das kann unser Gebetsanliegen sein. Und manchmal helfen gerade der Sommer und Sommer-Evangelisationen und Ähnliches dazu, dass da was wach wird in Gemeinden. Wie auch immer, auf jeden Fall Gebet ist wichtig, ist ein Schlüssel. Wenn wir anfangen zu beten, kann der Herr was verändern in Gemeinden, mit seinem Geist da hineinkommen. Das wünschen wir uns und dass Einheit kommt unter den Gemeinden. Ist ja tragisch, wenn man zwar denselben Jesus lieb hat, aber sich untereinander nicht lieb hat. Auch das ist manchmal ein Zustand unserer Gemeinden. Und dass da der Herr einend hineinwehen kann, soll Gebetsanliegen sein. Okay, dann wäre es gut, wenn ihr euch wieder so weit aufstellt, dass ihr wieder die Abstände berücksichtigt oder einen Mundschutz aufsetzt, wäre auch eine Variante. Und da dieses Anliegen aufnehmt, während wir lüften.
Deine Stärke, vor dir neigt die Erde sich und bewundert all deine Werke. Ja. Jetzt ist ja die Zeit, wo Zeugnis dran ist, und die Manu habe ich mal gebeten, was aus dem Urlaub zu erzählen, weil man immer Urlaub mit Jesus machen sollte. Und das ist cool, wenn man das macht, dann erlebt man was. Genau, also wir haben Freude dran, immer anderen von Jesus zu erzählen, und da beten wir schon vorher: Herr Jesus, schenk uns wieder Leute, denen wir von dir erzählen können. Und eigentlich bete ich immer um ein Ehepaar, die dort an dem Ort, wo wir auch gerade sind, sich ein Auto gemietet haben, damit wir mit denen mitfahren können. Es macht sich aber besonders gut. Erstens spart man was, zweitens hat man Gemeinschaft und drittens hat man Gelegenheit, was zu erzählen. So, da bin ich mal irgendwie so drauf gekommen, und seitdem mache ich das so. Und wir waren wieder so am Mittelmeer. Und es war so, wir waren wir sind donnerstags abends angekommen, freitags früh, wir gehen zum Frühstück. Und ich gehe aus der Tür raus, und genau wie Sabi gehen auch noch welche aus der Tür raus. Und die haben ihren Schnuffi auf, und ich denke, ach. Und der Mann macht so, bitte nach ihnen. Und ich sage, ach, Schnuffi vergessen, ich muss nochmal zurück. Also Maske geholt, und weil im Hotelbus muss ich ja mit Maske bewegen. Und dann, und ich habe diese Begegnung da vergessen, habe da nicht weiter dran gedacht. Und dann sind wir am Strand. Und ich gehe da so am Strand spazieren, und kommt eine Frau auf mich hinzu, sagt, ja, und ja, das war ja vorhin immer mit dem Schnuffi und so. Ja, was weiß ich, jedenfalls sind wir da so ins Gespräch gekommen und sind so hin und her gelaufen am Strand, und war ganz cool. Und dann sagt sie, ja, morgen sind wir nicht da, da holen wir nämlich unser Auto. Ja, man muss ja beten, und dann muss man wachsam sein. Und dann habe ich gesagt, super, ihr habt ein Auto, cool. Und dann so, aber so weiter erzählt, sage ich, na, vielleicht können wir da ja mal mitfahren. Ach, sagt sie, ja, eigentlich gern. Nur wir haben wegen den engen Straßen, da haben wir uns eigentlich den kleinsten Fiat bestellt, den sie haben. Ich weiß nicht, ob das so gemütlich ist, da noch hinten drinnen zu sitzen. Also ist vielleicht ein bisschen eng. Ich sage, ach, wir sind nicht anspruchsvoll, das macht uns nicht aus. Und so, dann, an dem Abend waren wir dann noch zusammen spazieren, haben so eine ganz tolle Gegend schon dort entdeckt. Und am nächsten Tag kommen sie zurück mit ihrem Auto und sagen, stellt euch mal vor, wir haben ohne Aufpreis ein viel besseres gekriegt. Wir haben nämlich den kleinsten Audi gekriegt, den sie hatten. Eine A2 mit 4 Türen. Und dann jedenfalls habe ich, und erst 1000 Kilometer gefahren, also fast neu. Ich dachte, für Königskinder nur das Beste. Jedenfalls haben wir abends immer dann gleich wohin gefahren, eine Stadt, um was anzugucken, war ganz cool. Und dann haben wir mit denen eine größere Tour gemacht am nächsten Tag. Und ich weiß gar nicht genau, ob es bei der ersten Tour war, es war vielleicht erst bei der zweiten, ist Wurst. Jedenfalls bei einer Tour, die wir gemacht haben, auf einmal sagt der Mann immer, irgendwie zieht es hier. So putzig, und ich habe es nicht gemerkt. Jedenfalls, dann haben sie angehalten, und tatsächlich, dann haben wir uns die Tür richtig angeguckt, da hatte jemand versucht, richtig mit einem Brecheisen die Tür aufzubrechen.
Und dadurch war es verbogen und es hat reingezogen und das Fenster ging nicht mal ganz zu schließen. Und oh, die waren außer sich. Das sind eigentlich keine Deutschen, sondern ursprünglich Polen, haben aber jetzt deutsche Staatsbürgerschaft, aber die sind deutscher als wir, sage ich euch. Und die lieben Ordnung und alles muss schön sein und jedenfalls, die waren wirklich außer sich. Und in der Situation war das eigentlich voll cool. Also erstmal, und dann haben wir einfach so beruhigend mit geredet und die wollten gleich am nächsten Tag zu dem Autohaus hin und dann haben wir einfach mit ihnen gebetet und haben gesagt, man könnte das Gott sagen. Und die waren so von Hause aus ursprünglich früher mal katholisch gewesen, der Mann hat damit überhaupt nichts am Hut, die Frau liebt ein bisschen so Rituelles und jedenfalls haben wir dort mit ihnen gebetet und die hatten gleich Tränenaugen, die Frau hat richtig geweint und dann war irgendwie so der ganze Schock erstmal weg und das war richtig gut. So, das war die erste so Sache, wo wir einfach da mit ihnen da zusammen was durchstehen konnten und dann hat sich das ergeben, dass wir ganz, ganz viel erzählen konnten, immer wieder mal bei was anderem, immer wieder mal über irgendein Thema und dann hatten wir immer mal eine andere Meinung als sie. Aber es war cool, wir konnten uns gut damit auseinandersetzen und es ist auch so dann dahin gekommen, dass wir zum Beispiel, also zum Schluss auch konnten wir ihn, viele kennen meine Kuli-Geschichte schon, wo ich erzähle, wie ist das eigentlich mit dem ewigen Leben, weil das kann man sich ja so schwer vorstellen, das ist so, unser Körper hier, das ist ja eine Hülle, ne? Wie beim Kuli und was ist beim Kuli wichtig? Natürlich die Mine und das, was von uns wichtig ist, das kann man nicht sehen, ja. Und so erzähle ich dann immer und dann mache ich das ganz ausführlich und erzähle ihnen, wenn wir sterben, stirbt nur die Hülle. Aber alles andere, das bleibt am Leben und das entscheidet sich, wenn man mit Gott gegangen ist, kommt man in den Himmel. Aber im Himmel werden nur Freiwillige sein, nämlich die Jesus schon hier auf der Erde einladen und so. Und eine coole Gelegenheit hat es auch noch gegeben, da wollten sie wieder sonntags mit uns wohin fahren und wir wollten eigentlich sonntags in den Gottesdienst gehen. Dort gibt es deutschsprachigen Gottesdienst. Und jetzt... was machen wir jetzt? Waren wir im Zwiespalt, haben wir gebetet. Ich habe gedacht, es ist bloß egoistisch, wenn wir jetzt wieder mit ihnen mitfahren. Ich habe große Lust dazu. Noch wollten nach San Salvador fahren, das ist schön, habe ich gedacht, da fahren wir hin. Aber es ist egoistisch. Was machen wir denn jetzt? Und dann kam Frank die Idee, na, es wäre gut, wenn wir mit ihnen Gottesdienst feiern würden. Haben wir gesagt, wir kommen mit euch mit, wenn ihr einverstanden seid, dass wir unterwegs Gottesdienst feiern. Und dann... okay, waren sie einverstanden. Sind wir mit ihnen mitgefahren und das war cool. Wir sind frühzeitig losgefahren, waren wir schon auch ganz zeitig dort und ich habe so gebetet, Gott, zeig uns einen Ort, wo wir das gut machen können, wo das gut reinpasst. Und dann habe ich das so, das ist so ein ganz großes, auf einem Berg, ein ganz großes Denkmal, auch so der Erlöser. Und an der Seite, da war dann so, dort war noch Schatten und da war eine schöne Bank, habe ich gedacht, das ist es, jetzt gleich früh am Morgen, wenn noch keine Leute weiter da sind. Und dann haben wir das dort so gemacht, haben einfach so Gospels gesungen am Anfang und dann hat der Frank ihn, was er von der Paula dieses Jahr über Himmelfahrt gelernt hat, so eine Predigt gehalten, mit Gott liebt uns, aber die Sünde trennt uns von Gott und wir brauchen Vergebung, Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und jetzt dann die Frage, willst du Jesus annehmen? Und ja, und das war ganz cool. Das haben wir also dort so zusammen gemacht und das war richtig gut. Und dann hat die Frau sofort gesagt, also Religion, das ist für mich Privatsache. Und dann hat man gemerkt, jetzt können wir erstmal nicht weiterreden, jetzt müssen wir es erstmal lassen. Und dann haben wir gesagt, ist okay. Jeder kann ganz freiwillig seine Entscheidungen treffen. Und dann sind wir wieder ins Auto eingestiegen und weitergefahren und dann hat das in der Frau gearbeitet. Dann ging das... das ist so von, na, der heilige Nikolaus, das war ein Guter. Und dann haben wir uns über den heiligen Nikolaus unterhalten. Zum Glück wissen wir ein bisschen was über Heilige. Und das war richtig, richtig gut. Jedenfalls, und das ging dann immer so hin und her und es hat ihr keine Ruhe gelassen. Und sie hat auch gemerkt, es gibt Echtes und Unechtes. Und auch die Diener Gottes, die nicht wirklich Gott dienen, sondern sich selbst und die nicht wirklich mit ganzem Herzen dienen, die machen wirklich Schaden, muss man einfach so sagen. Und das war aber so gut, jedenfalls haben wir viele, viele coole Gelegenheiten mit ihnen gehabt und jetzt beten wir einfach weiter für sie. Es gibt ja zum Glück WhatsApp, jetzt ist es, seit ich das nicht mehr ablehne, bin ich mit mehr Leuten in Verbindung. Und man kann immer mal ein Bild schicken und das ist gut, da kann man ein bisschen in Kontakt bleiben und wir beten einfach, dass sie noch richtig zu Jesus durchbrechen. Ja, das war unser Erlebnis vom Urlaub. Danke, Manu.
Und falls ihr Lieben das gesehen haben solltet, was jetzt Manu über euch erzählt hat, seid gesegnet. Ja, Udo, jetzt bist du dran. Wir freuen uns auf deine Verkündigung. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Jetzt müssen wir schauen, dass ich das, hier ist es, auch noch hinkriege. Am Anfang meiner Predigt hören wir das Wort Gottes. Schöne Leiter. Nicht stören. Der Turmbau von Babel. Alle Welt hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land China und wohnten dort. Und sie sagten zueinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und sie nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sagten: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen. Sonst werden wir über die ganze Erde zerstreut. Da fuhr der Herr hernieder, um die Stadt und den Turm zu sehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sagte: Sieh, es ist ein Volk, und sie haben alle eine Sprache, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, sodass keiner die Sprache des anderen versteht. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, sodass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher hat sie den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache aller Länder verwirrt hat und von dort hat der Herr sie über die ganze Erde zerstreut. Vielen Dank, Annalisa. Ja, Dank sei Gott für sein Wort. Amen. Lasst uns das mal anschauen, diese Bibelstelle. Ich predige ja neuerdings die Perikopenreihe der evangelischen Kirche. Und das war das Thema zu Pfingsten. Ich war einigermaßen überrascht, dass man da das ausgesucht hat, diese Bibelstelle zu Pfingsten. Und habe mich damit dann natürlich auseinandergesetzt und bin zum Herrn gegangen und sage: Herr, was bedeutet es, was willst du uns damit sagen? Ja, aus dem Alten Testament ist das relevant fürs Neue Testament und so weiter. Aber wir gehen erstmal so ein bisschen durch. Es hatte alle Welt einerlei Zunge und Sprache, also dieselben Wörter, denselben Wortschatz. Und sie hatten sich vorgenommen, eine Stadt zu bauen und einen Turm der Superlative. Ja, also nicht so was Kleines, sondern die Spitze sollte an den Himmel reichen. Also Gott berühren aus eigener Leistung, aus eigenem Verstand, aus eigener Erkenntnis und völlig unabhängig. Wir wollen uns da einen Namen machen. Wir wollen stolz sein auf unsere Leistung, was wir geschaffen haben. Wir wollen uns was Unsterbliches schaffen für die Unsterblichkeit. Ja, und wir wollen, die Motivation war außerdem noch, was tun gegen die Zerstreuung. Wir wollen hier zusammenhalten. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die Menschenkinder bauten. Also Gott ist nicht gleichgültig, was die Menschen so tun, was sie so treiben. Er erforscht die Projekte gründlich, er schaut ins Herz. Was machen wir da? Ich dachte, ja, ist heute auch so ein bisschen. Ja. Gott schaut immer in unser Herz. Und darauf spricht Gott: Siehe, es ist einerlei Volk, einerlei Sprache unter ihnen allen und dies ist der Anfang ihres Tuns. Also sie wollen wie Gott sein, sie wollen einen riesigen Turm bauen, eine riesige Stadt. Sie wollen sich einen Namen machen, sie wollen Gott gleich sein.
Nun würde nichts mehr verwehrt werden können von allen, was sie sich vorgenommen haben, zu tun. Das heißt, sie werden alles tun, was sie ersinnen, was sie sich ausdenken, ob gut oder böse, und ich denke, eher böse. Ja, das sehen wir bis heute, was der Mensch so fabriziert, unglaubliche Dinge. Ja, also ich habe jetzt einen Vortrag gehört über künstliche Intelligenz, unglaublich, was man da so vorhat oder was jetzt schon so funktioniert. Ja, da wird man richtig ein bisschen anders. Aber vieles wird eben auch für Kriegs- und für Zerstörung genutzt und so weiter. Drohnen, die autonom losfliegen, die einen Auftrag kriegen, die sogar vor Ort selber entscheiden, was sie zu tun haben oder nicht zu tun haben. Also abwägen und wieder zurückkommen oder so, wenn sie nicht abgeschossen werden. Unglaubliche Sachen passieren da. Ja, und jetzt sagt Gott darauf, wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort die Sprachen verwirren, dass keiner des anderen Sprache versteht. Auch eine interessante Sache. Uns, lasst uns, also ein Hinweis auf Dreieinigkeit. Ja, am Anfang sagt Gott, lasst uns Menschen schaffen, ein Bild, das uns gleich sei. Also immer wieder die Hinweis auf den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und dann lese ich daraus, dass Gott das so einschätzt, mit einer Stimme sprechen, ein gemeinsames Ziel haben, in Einheit stehen, das ist kraftvoll. Im Guten wie im Bösen. Ja? Also wenn sich Böse eins werden, wird es immer sehr gefährlich. Wenn sich Gute eins werden, dann kommt viel Gutes raus. Ja? Deswegen ist der Teufel bemüht, uns Christen zu spalten, Gemeinden zu spalten. Wir haben heute dafür gebetet, dass es nicht so sein soll. Und dass wir den Teufel nicht Raum geben in unserem Leben, in unseren Kirchgemeinden, im Land und so weiter, unter den Konfessionen. Okay. Und Gott greift jetzt ein, so zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt sie eben Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat, alle Sprachen, und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Gott sei Dank, sage ich dazu. Kannst du es auch sagen? Gott sei Dank. Dank für diese Verwirrung, für die Zerstreuung. Das hält bis heute an. Gott schafft bis heute Verwirrung, greift ein und stiftet für mich eine heilsame Verwirrung. Das werde ich noch bestätigen, euch versuchen zu erklären. Okay, aber... Hallo. Dort ist es, hier ist es auch, hier ist es auch. Ich bin wieder glücklich. Also, wie sieht das aus? Wir bauen große Städte, wir bauen große Türme. Das steckt einfach in der Natur von uns Menschen. Du sagst vielleicht, ich bin kein Baumeister, ich baue keinen Turm. Na, lasst uns mal durch den Arm gehen. Vielleicht betrifft es euch hier oder euch zu Hause doch ein Stück. Ja, ich glaube, es ist von Gott gegeben. Wir sind nach seinem Bilde geschaffen, wir sind kreativ, wir sind schöpferisch. Hier hat man die Skyline von Manhattan, und es soll schon was darstellen. Es soll darstellen die Finanzwelt, es soll Macht darstellen, Macht der Börse. Also das hat schon was zu sagen, wenn man da davor steht und das sieht. So als mein Freund ist nach der Wende direkt, war das, ich glaube nach 89, ist er nach Manhattan geflogen. Er hat das Geld zusammengekriegt, das bisschen Westgeld, das er überhaupt fliegen konnte, hatte noch einen DDR-Ausweis und ist in Manhattan gelandet und ist bei David Wilkerson in den Gottesdienst gegangen. Er sagt, wir sind dort gelandet, wir haben da gestanden, wie wir jetzt hier hochgucken und sagen, wow, was für eine Leistung, was das kostet, was für ein Licht, das ist beeindruckend. Sind wir nicht toll, wir Amerikaner? Dann sind sie in die Gemeinde gegangen und waren dann die gefeierten Helden dort aus der DDR. Gerade ist die Mauer gefallen, ein paar Wochen zuvor, und sie waren schon in New York. Krass, oder? Und da hat man dann erzählt, dann kamen sie zurück, und dann mein Freund hat mir erzählt, wie das war. Das war einfach nur beeindruckend, alles, der Lebensstil der Amerikaner und natürlich hier in Manhattan zu sehen, das ist schon der Hammer. Aber man will immer Türme bauen. In Moskau steht der höchste Turm Europas, das höchste Bauwerk Europas, immer noch. Das Ding ist 537 Meter hoch und war von 67 bis 75 das höchste freistehende Bauwerk der Welt, bis 75. Dann kam Toronto, 76 eingeweiht, da war ein bisschen höher, ein paar Zentimeter. Aber warum haben die Russen das gebaut, die Sowjetunion?
Das war der Sieg des Sozialismus. Wir bauen unsere Spitze bis an den Himmel. Schaut an, wie groß und mächtig ist und welche Möglichkeiten wir haben. Der Sozialismus siegt, habe ich gelernt in der Schule. Ich habe da vielen Schrott gelernt und vieles stimmt einfach nicht. Unter anderem das. Aber das ist immer noch das größte Bauwerk in Europa. Jetzt habe ich mal eine Liste der aktuellen Bauwerke, die 10 höchsten Gebäude bzw. Türme, die es gibt. Das höchste im Augenblick steht in Dubai. Ja. Im Vereinten Arabischen Emiraten. Das ist vielleicht der Sieg auch wieder des Materialismus, aber auch, es ist so geschmeckelt dabei, des Islam. Dass wir zeigen, schaut an, wir sind eine Weltreligion und schaut an, was wir hier in die Pampa setzen. Er ist 830 Meter hoch. Die Bauarbeiten dauerten 6 Jahre, die Kosten beliefen sich auf allerhand auf 1 Milliarde Euro. Für den Bau wurden insgesamt 330.000 Kubikmeter Beton sowie Stahl und andere Materialien verwendet. Die 163 Etagen, nutzbaren Etagen, 163 nutzbaren Etagen beinhalten Büro, Wohnung, Fitnesscenter, Wellnessbereich, Hotelzimmer, ein Restaurant und eine Moschee. Das ist dieses Gebäude. Auch ein Freund von mir war dort, der sagt, es ist hochgefahren, er sagt, es ist unglaublich, was die da in den Sand gesetzt haben. Aber dabei soll es nicht bleiben. Dabei soll es nicht bleiben. Das höchste Bauwerk ist in Arbeit und das soll natürlich in Saudi-Arabien stehen. Kingdom Tower, Königsdom Tower, Turm. Das höchste Gebäude der Welt wird über 1000 Meter besitzen, also über 1 Kilometer sein. Eigentlich wollten sie es 1,6 Kilometer groß bauen. Dann haben sie mal geguckt, wie so der Untergrund ist und wo die Tragenden sind. Und dann haben sie gesagt, es geht einfach nicht. Es sind immer deutsche Ingenieure beteiligt übrigens an dem ganzen Ding. Auch hier an den größten Ding. Das sollte schon längst eingeweiht sein, aber es gab einfach zu viele Probleme. Jetzt soll es 2024 eröffnet werden. Ja, also das ist schon ein Klopper. Dort oben sieht man die Besucherplattform. Ich weiß nicht, ob ich da mal hinfahre, dort oben mal rausgehe. Da hat übrigens ein Glasboden, da kannst du rausgehen, nach unten gucken, 650 Meter nach unten. Das ist bestimmt, es krabbelt dann bestimmt im Bauch. Also das ist schon ein heißes Teil. Übrigens, auch Erich Honecker wollte zeigen, wie groß die DDR ist. Der Sieg über die BRD. Der hat auch einen Turm gebaut, auf den war ich sehr oft oben, wenn ich in Berlin war. Man musste zur DDR-Zeit Schlange anstehen, dass man überhaupt hochkam. Und da hatte einen sagenhaft schnellen, es krabbelte im Bauch, Fahrstuhl, dass man sauste nach oben. Und dann in Richtung Westen standen die ganzen Leute und haben mal über die Mauer geschaut. Und haben rüber zur Siegessäule gewunken. Also ich kann mich noch entsinnen. Er hatte ab 1969 das zweithöchste Bauwerk der Welt, Erich Honecker. Ein bisschen niedriger als Moskau, das konnte er sich nicht rausnehmen, dass er höher ist als Moskau. Also wir merken schon, es geht um politische Spielerei, es geht um Macht, es geht um Prestige, so ein Ding hinzusetzen. Und wie gesagt, 1969 das zweithöchste Bauwerk der Welt. Was meint er, wo er heute ist? Der Berliner Fernsehturm, an welcher Stelle? 100? 26, höre ich richtig? 36? Noch ein Vorschlag, nehmen wir noch einen. 50. Bitte? 40 oder sowas? 50, okay. Es ist an 88. Stelle. Also, wir Menschen, wir sind schon Türme und Häuserbauer und wollen damit was darstellen. Ja? Wir alle, groß oder klein, sind solche Türmebauer. Das fängt schon bei meiner kleinen Enkelin an, das ist sie, meine Kleine. Ich habe es mitgebracht, ist noch aus guten DDR-Zeiten. Und wenn sie da ist, ist er gerade da, dann bauen wir einen Turm. Und der Turm soll möglichst hoch sein. Wie baue ich jetzt Turm mit Mikro? Mal sehen, irgendwie baue ich es. Es geht um. So. Muss es auch schnell gehen.
Und dann bauen wir hier immer zusammen und sie möchte, dass er natürlich ganz hoch wird. Und dann ist es natürlich, das darf nicht wackeln. Und dann soll es höher sein als bei ihren Leuten im Kindergarten. Genau, und dann wird gebaut. Dankeschön. Lebendiger Mikroständer. Ein sehr schöner Mikroständer. Und verheirateter Mikroständer. Also keine Hoffnung für die Ledigen zu Hause. Und so hygienisch der Mikroständer. So, und dann baut sie und dann muss das natürlich hoch werden und muss so hoch werden, bis es richtig groß ist und alle Bausteine verbaut sind. Ich habe das nie gesagt, dass das hoch werden soll. Es soll hoch werden. Und es soll doch höher werden als der im Kindergarten. Und das soll nicht umfallen. Und dann hat die Emilia gebaut. Und wenn er fertig ist, macht sie so. Und freut sich. Und da habe ich so gedacht, das ist doch ein Bild für uns. Vielleicht muss man auch manchmal die Türme einfach einreißen. Aber es geht weiter. Ja, also wir sind alle Turmelbauer. Und Gott sei Dank, was mache ich jetzt mit dem Mikro? Ist irgendwoher hier. Wir sind alle Turmelbauer. Und Gott sei Dank wird es auch manchmal wieder eingerissen. Also bei ihr, die macht das immer mit Vorliebe selber, wenn alle Bausteine verbaut sind und man das dann wieder neu bauen kann natürlich. Ja. Ich glaube, so ist es auch in unserem Leben, wenn ich dann über mich nachgedacht habe. Ich baue auch so in meinem Leben meine kleine Stadt. Das ist einfach mein kleines Reich. Das ist meine Sichtweise der Dinge. Das sind meine Überzeugungen. Das ist mein Lebenskonstrukt. Und so baue ich meine Stadt, in der ich mich bewege. Die finde ich toll. Und dann baue ich auch meinen Turm. Schaut her, hier ist der Pastor Udo Knöfel. Und manchmal ist er auch Musiker und manchmal ist er Beerdigungsredner. Aber schaut her, das bin ich. Und meine Beerdigungsreden, die sind schon besser als die von den anderen Beerdigungsrednern, weil ich bin einfach ein begnadeter Redner. Und ich kann von der Wiege bis zur Bahre jeden zutexten. Das ist einfach meine Gabe. Genau, und schaut her, ich habe recht, wie ich lebe mit meinem Lebensstil. Ich möchte wahrgenommen werden mit meiner Trompete, was mir auch nicht schwerfällt, weil die ist ja laut. Und wenn das eine Hilfe, spiele ich halt Schlagzeug. Okay, aber versteht ihr, ich möchte Anerkennung, ich möchte meinen Turm. Die Leute sollen schauen, dort wohnt der Udo Knöfel. Kennt ihr das? Das ist unter Christen auch nicht so viel anders. Das ist auch nicht so viel anders unter Christen. Die erste Frage bei Pastorentreffen oder bei irgendwelchen Treffen, wo Pastoren und Gemeindeleiter oder Pfarrer zusammenkommen, nach einer Weile ist doch die Frage, wie hoch ist dein Turm? Sprich, wie viele Seelen hast du in deiner Gemeinde? Und wenn du dann sagst, ich habe so ein Türmchen, in meine Gemeinde kommen 60 Leute, dann merkst du, wie, ach so, da gibt es ja ganze Siedlungen. Wenn dein Turm schon ein bisschen höher ist, dann sagt man, oh, immerhin 100 Leute kommen in die Gemeinde, 150 Leute, das ist ja nicht schlecht. Aber mit 100 Leuten wird die Sache auch schon ein bisschen wackeliger, oder? Und wenn du sagst, hey, ich habe 500 Leute in der Gemeinde, wow, das ist für Deutschland schon, ist schon ganz schön in aller Hand. Oh, steht noch. Wenn du sagst, ja, ich habe so eine Gemeinde wie das Daumenzentrum mit 2.000, 3.000, dann wow, dann bist du der Mann, dann bist du die Frau, dann hast du wirklich was zu sagen, weil du hast den Turm gebaut, der ist der Hammer. Ich schätze übrigens Peter Wendt sehr und Männer und Frauen Gottes, und ich weiß, was dahinter steckt, die eine Gemeinde haben, aber sollten wir danach in Menschen einschätzen, was er für eine Gemeinde hat, wie hoch der Turm ist, es geschieht einfach. Weil wenn er so eine Gemeinde hat, wenn so viele Leute ihm vertrauen, dann muss er gut sein. Und wenn er bloß so viel hat, ja, das ist Standard. Also, ich hoffe, ihr wisst, von was ich ein bisschen spreche. Gott sei Dank fährt er immer wieder dazwischen, im Großen wie im Kleinen. Und wir hören auch weltweit, ich möchte auch da niemanden ansprechen, von riesigen Gemeinden, die zusammenbrechen, weil
geistlicher Missbrauch getrieben wird, weil das eigene Reich gebaut wird, eine eigene große Stadt, weil man sich selber zum Maßstab macht und sagt, schaut mal her, so macht man das. Im Privaten ist es auch nicht viel anders, wenn ich in mein Leben so zurückgucke. Früher, da hatte ich eine Rockband, die hieß Sesam. Und was wollten wir machen? Dass die Leute hochgucken. Wir wollten die Band werden, die den Pudis mal zeigt, wo es lang geht. Die Karat mal erklärt, wie man wirklich Erfolg hat, was wirklich gute Lieder sind. Und Gott ist heilend dazwischen gefahren und hat, wir haben uns verstritten, bis geht nicht mehr und gar nichts ist rausgekommen. Ja, und dann später kam Gemeindebau und ich fing an, mein eigenes kleines Reich zu bauen und sage, das ist die Idealgemeinde, weil die evangelische Freikirche Jesusgemeinde Solland ist das Nonplusultra in diesem Land. Da gibt es keine Frage. Und ich habe dann aber andere getroffen, die das meinten von anderen Ecken, dass sie das hätten. Und ich war in Pastorenkreisen, da war es nicht auszuhalten. Letztendlich hat man sich verstritten und ist auseinandergegangen, weil das kann nicht funktionieren. Gott kommt heilend dazwischen. Und ich glaube, so wirkt er weltweit, auch im Politischen. Das Nazireich wollte gleich mal ein 1000-jähriges Reich gründen. 1000 Jahre. Wir bauen, wo haben sie es her mit dem 1000-jährigen Reich? Wir werden Gott mal zeigen. Die deutsche Nation, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Gott hat dazwischen gefahren, hat eingegriffen. Ja, und das ist nicht dazu gekommen. Wir sehen heute Riesenkonzerne, wir sehen Globalisierung, wir sehen den Weg zu einer neuen Weltordnung, One World Ordnung. Der Antichrist sitzt in den Stadtlöchern und ich bin mir ganz sicher, egal welcher Turm gebaut wird, und wenn in der EU-Verfassung kein Gottesbezug ist, es wird zusammenbrechen. Es kann nicht funktionieren. Bin ich absolut überzeugt. Wir werden das sehen im Rückblick. Okay, was hat das aber alles nun mit unserem Leben zu tun, mit dir zu tun, mit dem Heiligen Geist zu tun? Ich sage sehr viel. Denn Pfingsten hebt Gott für gewisse Bereiche diese Sprachverwirrung, die bis heute verhindert, eine wirkliche Einheit auf. Das können wir lesen in der Apostelgeschichte 2. Als der Heilige Geist kommt, entsetzten sich alle, die ringsrum sind, und verwunderten sich und sprachen, sie sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer. Wie hören wir sie denn alle in einer Muttersprache? Gott greift ein und führt zusammen. Der Heilige Geist ist ein Geist, der uns in Einheit führt, der uns wieder zusammenführt, der uns Gott zeigt. Ja? Und es passiert was, dass das Reich Gottes kommt zu uns. Wir lesen das hier im Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet, Jesus, aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines Lebenssohnes. Der Vater hat uns versetzt in das Reich. Das Reich Gottes ist zu uns gekommen. Wir haben es gar nicht mehr nötig, aus eigener Kraft irgendwie Gott näher zu kommen, irgendwas zu bauen, um Menschen und Gott zu beeindrucken, irgendwie mit der Spitze am Himmel zu kratzen, sondern wir sind schon Diener des Reiches Gottes, wir sind schon Bürger des Reiches Gottes. Das finde ich verschärft. Ich bin ein Kind Gottes und lebe hier in der Fremde. Und wie es die Manu erst erzählt hat, mit ihrem Kuli-Beispiel, ich werde diesen Körper verlassen. Und das wird richtig toll werden, ein großes Fest. Dann kann ich endlich mal so viel essen, wie ich wirklich möchte. Weil der neue Körper, der wird nicht zu dick, der kriegt keinen Herzinfarkt, der kriegt das und das nicht. Dann sind meine Falten weg, die grauen Haare und alles, was so kommt, wo ich jetzt noch versuche zu kaschieren, soweit es geht. dann brauche ich keine Anti-Falten-Creme und mein Tuch, was ich nachts auf... Das mache ich alles nicht. Ja, wir sind in der Fremde, aber Bürger Gottes, versteht ihr, wir haben es nicht nötig, solche Städte und solche Türme zu bauen, denn Gott hat uns gemeinsam berufen, in Einheit Kinder Gottes zu sein, aus seiner Gnade zu leben. Das ist so der Hammer. Heute will der Heilige Geist mit uns allerdings Türme bauen. Und das fand ich cool, weil ich habe zu Gott gesagt, das ganze Türmebauerei, das geht alles schief.
Das geht schon bei meiner kleinen Emilia schief und das geht bis zum großen Finanzkapital schief. Es geht hundertprozentig schief. Das ging im Dritten Reich schief. Das geht in meinem privaten Leben alles schief, wenn ich mein eigenes Reich bauen will. Da sagt der Heilige Geist dein eigenes nicht. Aber lass uns mit gemeinsam Türme und Städte Gottes bauen. Und da war ich sofort begeistert. Ich dachte, okay, das ist cool. Denn Gott hat in mich hineingelegt sowas. In dich nicht. Nee, du wirst immer ganz unten sein, unauffällig. Du wirst ein ganz einfaches Leben führen, das graue Mäusleinleben, das ist so schön. Du wirst überhaupt nicht ein erfülltes Leben haben, sondern noch ganz unten sein. Ich glaube es nicht. Es ist in uns hineingelegt, dass wir Türme bauen. Es ist in uns hineingelegt, dass wir auffällig werden. Es ist in uns hineingelegt, dass wir Städte bauen, Orte, wunderschöne Orte. Es ist einfach in uns hineingelegt, weil wir nach Gottes Bilde geschaffen sind. Und wieder, wie man so sieht, der Mensch ohne Gott kann schon allerhand bauen, auch wenn das nicht alles stehen bleiben wird. Es kommt der Tag, dann fallen alle Türme ein. Auch der neueste Turm, das neueste Haus, die größte Stadt, weil Gott wird eine neue Erde schaffen. Ja. Okay, aber bis dahin ist schon beeindruckend. Gut, also heute will Gott mit uns sein. Bist du bereit, dich vom Heiligen Geist hochheben zu lassen und zu lernen, mit Gottes Augen zu sehen? Das ist meine Frage heute an dich. Der Heilige Geist ist es, der uns hochhebt. Aber viel zu oft bleiben wir am Boden und versuchen irgendwie was zu wursteln. Aber wenn der Heilige Geist kommt und es hochhebt, hey, dann bekommt man was? Ich bin größer als Nils. Und das musst du erst mal schaffen. Das musst du erst mal schaffen in dieser Gemeinde hier. dann bekommt man viele Dinge. Zum Beispiel, wenn der Heilige Geist kommt, mich hochhebt, höher als der höchste Turm, dann kriege ich Gotteserkenntnis. Das passierte bei mir bei der Armee, dass ich erkannte, es gibt wirklich einen Gott. Und für dich, Udo, mit 26 Jahren, mit viel Schuld, da ist ein Gott, der dich lieb hat und der vergibt. Und ich hatte wirklich viel Schuld auf mich geladen. Mit 26 Jahren war ich ziemlich am Ende. Und ich erkannte, da ist ein Vater, der liebt mich, wie es Daniels heute gesagt hat. Der ist wirklich für dich, der ist für mich. Und Jesus will für meine Schuld bezahlen. Und da habe ich Gottes Erkenntnis bekommen. Ja, und ich habe bekommen eine Ahnung, er liebt mich und er will mich annehmen. Und ich habe gebeichtet und habe erfahren, Gott ist da, weil mich der Heilige Geist hochgehoben hat. Und ich gehe immer wieder hoch und sage, Vater, wie bist du? Auch heute war das Thema Vater. Wenn der Heilige Geist dir nicht hilft, wenn du das nur hier unten machst, auf dem Boden, dann sagst du, ja, Gott ist ein Vater. Okay, der ist der ideale Vater. Ich stelle mir einen idealen Vater vor. Okay, aber wenn du jetzt dein Papa nicht so war, wenn er dir nicht so dienen konnte als Kind, dann ist in dir drinne eine große Unsicherheit. Geschweige, er war in Alkoholiker oder er war einer, der überhaupt nicht dienen kann oder der dich vielleicht sogar missbraucht hat oder der überhaupt nicht gerecht geworden ist, dann ist einfach eine Unsicherheit. Da ist das Urvertrauen gestört. Und wenn du hier bleibst, es funktioniert nicht. Du wirst dich anstrengen, aber du hast einfach kein Vertrauen, dass der gut sein kann, dass der für dich ist, dass der für dich kämpft, dass er dich liebt, dass er auf dich stolz ist, dass er sagt, du bist meine liebe Tochter, du bist die Schönste, die ich überhaupt kenne, du bist mein Sohn, du kannst es einfach nicht. Aber wenn du sagst, komm, Heiliger Geist, ich will mal weggehen von all meinen Erfahrungen, ich will höher gehen, auf einmal öffnet er dir die Augen. Ich habe es erlebt. Ich habe heute in der Jüngerschaftsschule davon erzählt, wie zwei Frauen ganz stark das erlebt haben, wie sie erlebt haben, dass Gott ihr Vater ist, wie sie allen ihren Schmerz ausweinen können, wie sie dann hinterher hingehen konnten und ihren Vätern vergeben konnten. Dramatisch, sage ich euch. Ja, wir bekommen Gottes Erkenntnis über die Dreieinigkeit, das wunderbare Wirken des Heiligen Geistes. Es kann Theorie bleiben. Ich weiß noch, wie jemand mir sagte, hör du auf mit dem Heiligen Geist, haben wir früher auch nicht gehabt. Gott und der Vater muss doch reichen. Ich sage, lass uns erstmal Bibel lesen. Aber es hat nicht viel gebracht. Aber als die erste Berührung mit dem Heiligen Geist kam, als sie angefangen haben, höher zu steigen, dann auf einmal haben sie gesagt, Mensch, es ist wunderbar. Ohne den Heiligen Geist bin ich ja wie ein Waisenkind. Durch ihn ist es ja wirklich, wird es mein Papa durch den Heiligen Geist. Und ich habe echte Verbindung mit Jesus, mein Herrn, mein Bruder, mein Freund. Wow!
Man bekommt auf einmal Offenbarung von der Gnade Gottes, von seiner Barmherzigkeit. Es ist nicht viel anders mit der Selbsterkenntnis. Solange ich hier unten bin und versuche, ein bisschen ein guter Christ zu sein, versuche, ein guter Gemeindeleiter zu sein, versuche hier ein bisschen so meinen Turm aufzubauen mit meiner Religion, dann bleibt es Stückwerk, dann ist es unheimlich anstrengend. Ich finde es total stark, wenn der Heilige Geist kommt und mich nimmt. Und das macht er öfters. Der Heilige Geist, der macht mit mir Witze. Also es gibt keinen Tag, wo ich nicht mit dem Heiligen Geist unterwegs bin. Und ich gehe zu hin und er hebt mich hoch. Und ich habe es heute schon erzählt, ich knie jeden Abend vor Gott und sage, wie war der Tag? Und auf einmal erklärt er mir, Udo, da hast du einen Fehler gemacht. Sünde heißt Zielverfehlung. Und wir sind Menschen, die oftmals Ziel verfehlen, immer wieder mal verfehlen. Und dann kann ich das vor Gott bringen, dann kann ich es in Ordnung bringen, dann bespreche ich die Sache mit dem Heiligen Geist. Aber er zeigt mir auch, wer ich in Christus bin. Wer ich in Christus bin. Was hat Jesus für mich erkämpft? Wie kann ich das einnehmen? Leute, ich war bei mehreren Befreiungsdiensten dabei. Ich habe auch hier davon schon erzählt. Nicht so oft, aber immer wieder mal. Und bei einem Befreiungsdienst, da hatte ich zuvor gesündigt und ich dachte, heute möchte nichts kommen. Und ich saß abends bei einer Flasche Wein und bei einem Glas Wein. Entschuldigung, die Flasche stand auf dem Tisch, ein Glas Wein. Die Zeiten sind lange vorbei, wo ich eine Flasche am Abend getrunken habe, die gab es auch mal. Und ich saß bei einem Glas Wein und es klingelte das Telefon, kannst du kommen, wir brauchen einen Befreiungsdienst. Es war ein Pfarrer, der hatte das noch nie erlebt und der rief mich. Und da war ein junger Kerl und sprach mit einer anderen Sprache. Der war reif für die Psychiatrie, da ging nichts mehr. Und die Eltern waren außer sich und ich bin hingefahren. Und ich habe zuvor erst Absolution bekommen von dem Pfarrer. Ich habe gebeichtet, weil ich gehe nicht im Krieg nackt. Sünden machen dich nackt. Was war im Garten Eden? Nackt fühlten sie sich. Und so fühlte ich mich dann auch nackt. Und ich bin hingegangen und habe mir das Gewand Jesu anziehen lassen, das reingewaschene Gewand. Und dann sind wir hin. Ja, und im Befreiungsdienst, was willst du machen? Da ist ein Dämon und der will einfach nicht ausfahren. Ich kam an und ich habe gesagt, in Jesu Namen fahr aus. Und er sagt zu mir, Pastor, du treibst mich nicht aus. Ich war total erleichtert, dass er meinen Namen kannte. Es wird kritisch, wenn du die Bibel kennst, Apostelgeschichte, wenn er sagt, wer bist du? Von dir habe ich noch nie gehört. Er kannte meinen Namen. Und was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, Heiliger Geist, heb uns hoch. Was sollen wir machen? Und der Heilige Geist hat uns geführt, den Pfarrer und mich, uns gemeinsam, zu einer wunderbaren Befreiung hin. Und ich wusste, dass der in mir stärker ist als der in der Welt. Ich wusste, ich bin ein Kind Gottes. Ich wusste, es kann nichts außer Kontrolle geraten. Denn Jesus ist der Herr der Herren, vor dem muss ich jedes Knie beugen. Ich wusste, wo Licht kommt, muss die Finsternis weichen. Egal in welcher Situation du bist. Aber das Licht wirst du nicht sehen, wenn du hier unten rumkrauchst und sagst, ja, das ist irgendwie alles wahr und ja, ich bin ja nicht geliebt und ja, für die anderen mag das stimmen. Der Heilige Geist sagt, du bist geliebt. Der hebt dich hoch und sagt, du bist total wertvoll. Du kannst gar nicht hier hochgehen. Du bekommst oben Gottes Sicht und ist oft anders als die menschliche Sicht, als dein Verstand sagt. Ich habe es immer wieder erlebt. Wenn ich hier oben war, habe ich Zukunftsperspektiven bekommen. Ich wusste, mir gehört die Ewigkeit, aber auch das Heute und das Morgen. Ja, mein Dienst im Reich Gottes. Wie kann ich ein Zeuge sein? Ich war jetzt wieder vor Gott. Ich bin ständig vor Gott und frage, Herr, was soll passieren? Ich hatte einen runden Geburtstag vor das Jahr. Bin jetzt auch schon über 30. Und ja, echt, stimmt. Wir sollen nicht lügen, ich bin über 30. Wer hätte es nicht gedacht, aber es ist so. Und da habe ich gesagt, Herr, wie sieht die nächste Dekade aus? Und ich gehe hoch und sage, Herr, wie sieht es aus? Und er gibt wieder Ideen und Gedanken für einen Tag. Er gibt Ideen, Gedanken für einen Monat. Er gibt das auch perspektivisch. Und er sagt, Udo, fang an mit Straßenfesten. Ich sage, Herr, was sehe ich da unten? Straßenfeste. Ich sehe die Menschen kommen. Ich sehe sie zusammensitzen. Ich sehe, wie ich ihnen erstmal Liebe weitergeben kann, Gemeinschaft geben kann, jetzt in der Corona-Zeit. Ich sehe, wie ich auch Zeugnis geben kann von dir. Nicht komisch, blöd, sondern wo sie merken, hey, der Typ ist echt. Am Freitag ist das erste Straßenfest. Nicht von mir geboren. Unten, es ist Corona-Zeit, es ist alles so schlimm, was soll Aquarium? Sondern Herr, was soll werden? Hey, ich komme hoch zu dir, ich schaue das Ding von oben an. Ihr Lieben, das ist was völlig anderes.
Wie kann ich meine Talente einsetzen? Herr, was hast du mit mir vor an der Uni, mit den Kommilitonen, mit den Dozenten, in der Schule? Herr, was hast du vor mit uns als Ehepaar? Was hast du vor? Herr, wie können wir vorwärts gehen im Beruf? Wie können wir im Freundeskreis sein, im Sportverein? Herr, was hast du vor? Ich lebe doch nicht zufällig jetzt und hier. Herr, ich bin dein Botschafter. Ich will das von oben sehen. Das ist so ein anderes Leben, versteht ihr? Wenn du mit Gott Türme baust. Herr, ich habe natürliche Gaben. Ja, wie kann ich die für dich einsetzen? Herr, ich habe Geistesgaben. Wie kann ich die einsetzen? Ich bin auch Beerdigungsredner, neuerdings. Also richtig stark geworden. Früher habe ich dann so im Jahr vielleicht 10 Beerdigungen gehabt. Ich habe jetzt Unzahl von Beerdigungen. Die Leute rufen mich an. Ich kann die einfach alle nicht machen. Ich habe nicht die Zeit dafür. Ja, ich kann sie mir aussuchen im Prinzip. Es gibt Leute jetzt beim Institut, da haben sie angerufen, da haben sie gesagt, wir wollen einen haben, wir wissen jetzt den Namen nicht, aber wenn der kann, dann ist die Beerdigung. Und das Institut hat gesagt, vielleicht kennen wir den, wie heißt er denn? Ja, da muss ich erstmal rumtelefonieren, ich melde mich wieder. Da haben sie sich zurückgemeldet und gesagt, das ist irgendwas mit K, heißt der Knöfel? Ja, Knöfel heißt der, den wollen wir. Und wisst ihr, ich gehe mit Zittern und Zagen in jede Beerdigung. Ich schreibe ein Buch, du lachst dich tot, wahre Begegnung bei Beerdigung. Ich glaube, wenn ich das mitbringe, das wird ein Bestseller, weil was bei Beerdigungen vorgekommen ist, ich habe über 1000 Beerdigungen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es darf ja nichts passieren, dann passiert ja gerade was. Ich könnte euch jetzt Geschichten erzählen, aber wir haben nicht die Zeit, ihr würdet euch jetzt schon krumm und pucklig lachen. Das will ich aber ja nicht, ihr sollt ja gerade bleiben. Auf alle Fälle gehe ich dann hin, bevor ich zu einer Beerdigungsrede gehe. Ich fahre da nicht einfach hin und sage, ja, mal sehen, was die mir erzählen. Ich lerne ja, ihr müsst euch vorstellen, das Wichtigste bei der ganzen Beerdigung ist das Trauergespräch. Du gehst hin und du lernst einen Menschen kennen, der erstens mal kein Christ ist, sonst hätten sie ja einen Pfarrer oder eine Pfarrerin. Du lernst jemanden kennen, von dem du noch nie gehört hast, dass der existiert, in der Regel. So, dann fahre ich hin und dann bete ich schon. Und dann gehe ich rein und was die nicht wissen, ich komme so an und schaue mir das Ding von oben an. Warum soll ich das den Esoterikern überlassen? Wir hatten jemanden in unserer Gemeinde, der hat richtig im Management gelernt, eine Ausbildung gekriegt und die haben gelernt, als Verkäufer von Versicherungen und so, im Vorfeld zu den Leuten hinzugehen und mit denen das ganze Ding durchzusprechen, im Geist. Die haben sich bei uns bekehrt, die sind Christen geworden und das haben die gemacht, bevor die Christen waren. Also was ihr wisst, wenn so ein Vertreter kommt, kann es sein und wenn es um viel Geld geht, der hat vorneweg schon versucht, in deine Seele einzudringen. Ist der Hammer, oder? In deine Atmosphäre. Der sagt, wir haben richtig das gesehen, wie sieht derjenige aus und haben dann meditiert drüber, haben gesagt, wie geht das? Und dann sprechen wir das, was würde er sagen? Und wir haben richtig Eindrücke bekommen. Und das wurde bei einer weltlichen Schulung weitergegeben, was auch staatlich finanziert wurde. Ja, wie viel mehr können wir göttliche Sicht über Menschen haben, oder? Und so gehe ich hin zu einer Beerdigungsrede, ich kenne die Leute und sage, aber Herr, du kennst sie. Und du kannst mir eine göttliche Sicht geben. Und wenn die mir ihre Geschichte von dem Verstorbenen erzählen, dann werde ich sie danach fragen und auch nach ihrer Geschichte fragen. Und Herr, wie kriege ich einen Einstieg, dass es um das Wichtigste geht, um das Leben bei dir, um einen gnädigen Gott? Wie kann ich dein Zeuge sein? Manchmal bleiben die Türen zu. Und ich gucke von oben und sage, der Herr sagt es zu. Ich kann nichts machen, dann kannst du erst recht nichts machen. Dann versuche ich auch nicht mit der Brechstange reinzukommen. Wie es die Manu erzählt hat, das war dann bei dem Gottesdienst das, der Punkt erreicht. Hättet ihr weitergemacht, wäre es vorbei gewesen. Ja. Und so, aber jetzt mal war ein Streit. Mann und Bruder und Schwester begannen sich zu streiten während dem Trauergespräch, richtig ernstlich. Und ich stand da und sage, oh Gott, dann bin ich gleich hoch und sage, ja, was sagst du dazu? Was kann ich jetzt sagen? Und schlagartig hat der Heilige Geist mir Worte gesagt. Und die habe ich reingesprochen in die Situation und konnte Friedensstifter sein. Danach hat die Frau, meine Frau, angerufen und gesagt, ich will Ihnen gratulieren zu Ihrem Mann. Der hat das Trauergespräch gerettet. Ich möchte Sie einfach mal näher kennenlernen. Was sind Sie für Leute? Aber das passiert nicht hier unten. Gar nichts passiert hier unten, was im Geistlichen abgeht. Wo wir Autorität haben, wo wir wirklich was bewegen können. Ich hoffe, ihr versteht, von was ich rede. Ja. Wenn ich hier hochgehe, dann sehe ich die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Halleluja, da bin ich der Kandidat dafür. Du denkst, ich bin ein starker Typ. Du kannst nicht in mein Herz gucken. Ich bippere vor jeder Trauerrede. Ich bippere, bevor ich hierher komme, sage, Herr, ich will hier anständig dienen. Da gucken 1 Million an den Fernsehen zu und ihr hier. Das ist der Hammer.
Herr, und ich will den Leuten dienen. Die sollen sich nicht den Arm um die Ohren schlagen und rausgehen und sagen, was war das? Wenn ich da hochgehe, dann bekomme ich Feindesliebe. Guck mal, der Herr sagt, die wahre Liebe ist die Feindesliebe. Aber wenn du hier unten bleibst, dann sagst du, der Typ, die tun mich nur anzen. Kennst du das? Wenn ich den schon sehe, wenn ich die bloß sehe, ich will nicht zusammen, aber wenn du zu Gott gehst, sagst, Herr, lass uns, heb mich hoch, Heiliger Geist, auf deinen Turm, ich will deine Sichtweise haben, dann sehe ich auf einmal mit Gottes Augen die Person. Warum ist er so drauf? Was hatte der für eine Kindheit? Wie kann ich ihnen was Gutes tun, Gott? Ich weiß gar nicht wie. Dann fang an, erstmal zu beten für denjenigen. Und Gott gibt dir Ideen. Freu dich, wenn du um Jesu Willen Ablehnung und Verfolgung erleidest. Das kann ich am allerwenigsten ab, wenn ich da unten bin. Wenn ich hier oben bin, sage ich, Jesus, du hast so für mich gelitten. Es ist eine Ehre, wenn ich irgendwo in irgendeinem Bereich für dich leiden kann. Das Prinzip von Saat und Ernte. Hier unten, da musst du alles zusammenhalten. Da musst du deinen kleinen finanziellen Turm irgendwie bauen, dass du so über die Runden kommst. Aber wenn du lernst das Prinzip von Saat und Ernte im Glauben, dann fängst du an, das habe ich jetzt in letzter Zeit gemacht, Geld zu verschenken, heimlich. Und ich habe unheimliche Ideen gekriegt, wie man Menschen Geld zukommen lassen kann, ohne dass sie es merken, von wem das ist. Das ist gar nicht so einfach. Denn die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke tut. Und ich will einfach investieren ins Reich Gottes. Selbstverständlich mit den Zehnten. Ja, ich habe aber Trinkgeld gekriegt, das weiß ja keiner. Aha, da hast du ein Problem mit Gott, er weiß es. Ich habe so und so viel Kindergeld und sowas. Hey, das ist ja, das, manche gehen um mit Gott wie mit dem Finanzamt. Und das ist schon schlimm genug. Und ich habe gemerkt, das Prinzip von Saat und Ernte, ob das im Finanziellen ist, ob das mit Liebe ist, ob das mit Zeit hingeben ist, ob das mit Vergebung ist, ob das mit Geduld ist, was ich sehe, kriege ich zurück. So ist unser Gott. Aber das kann man nur von hier oben sehen, wenn man Gott sieht. Wenn ich hier oben bin, kann ich meine Mitmenschen mit Gottes Augen sehen. Da bekomme ich Empathie. Und Empathie ist was Wunderbares. Das versuche ich in meinen Trauergesprächen, in allen Begegnungen. Auch wenn du nachher mit mir redest, versuche ich empathisch zu sein. Und sympathisch, also alles, was es da so gibt. Ich kann Geschwister, ja, wenn ich hier oben bin, gucke ich runter und dann sehe ich Geschwister, sind in Not, die sagen vielleicht nichts. Aber hey, was war im Gottesdienst, hat so traurig geguckt. Hey, was war mit den Nachbarn los? Hey, was war mit den Arbeitskollegen los? Ja, ich kann sehen und kann sagen, Herr, wie kann ich hier helfen? Wenn ich hier oben bin, dann kann ich Geschwister anderer Dämonationen mit Gottes Augen sehen. Wenn ich hier unten bin, dann ist es nur beängstigend. Und was glaubt der? Dann ist es für mich herausfordernd. Da stellt es mich ja in Frage, was der glaubt. Wenn ich hier oben bei Gott bin, dann kann ich sie mit Gottes Augen sehen. Meine katholischen Geschwister, meine orthodoxen Geschwister, meine messianischen Geschwister, meine freikirchlichen Geschwister kann ich sogar mit Gottes Augen sehen. Das ist ja auch nicht so einfach. Aber ich kann sie sehen. Verstehst du, was ich meine? Bei Anfechtung, wie oft bleiben wir hier unten und jammern, mir geht es so schlecht und kannst du mal für mich beten und es ist alles so schrecklich. Ja? Aber was haben wir gelernt? Was möchte Gott? Gott möchte uns hochheben. Ja? Er möchte, dass wir von oben gucken. Hier sind schlechte Umstände, Gott. Wie siehst du die? Ich habe eine Niederlage gehabt. Gott, was sagst du dazu? Gott, mir ist Ungerechtigkeit geschehen. Was sagst du zu der Ungerechtigkeit? Gott, ich habe eine Krankheit und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Was sagst du dazu? Gott, ich erlebe Verfolgung. Gott, da ist jetzt gerade bei uns aus Werstoff ein junger Kerl nach dem Feierabend-Gottesdienst mit 17 Jahren. Der ist rausgefahren, unmittelbar nach dem Gottesdienst mit 17 Jahren auf dem Motorrad tödlich verunglückt. Eine Riesenbeerdigung war jetzt. Der Clemens Mudrich hat gepredigt. Ein Riesending war das mit einer Open-Air-Bühne in Werstoff. Ich glaube, so eine Beerdigung hat Werstoff vielleicht noch nie gesehen. Und es war ein Lobpreisfest. Gott, wie soll ich damit umgehen? Mit dem Leben, mit dem Tod? Wenn du hier unten bleibst, wirst du nie eine Antwort kriegen. Unser Pastor hat dann wunderbar gepredigt, der Jürgen Böhme, der bei uns auch Pastor ist, und hat dann gebetet und gepredigt erstmal und gebetet mit den Leuten, hat gesagt, der heißt Moses, der gestorben ist. Ihn
geht es jetzt richtig gut und den Angehörigen richtig schlecht, weil es ein Abschied ist. Aber es wird ein Wiedersehen geben. Und seine Predigt war, unser Leben ist eines der kürzesten. Und er hat ein wunderbares Bild gebracht. Er hat die 17 Jahre in 17 Kilometer umgewandelt und hat es auf einer Karte gezeigt. Und dann hat er 80 Kilometer, also 80 Jahre für 80 Kilometer genommen, hat den Ort angezeichnet. Und da hat er von oben geguckt, ja, das ist weit auseinander. Aber dann ist er langsam die Leiter hochgegangen und der Punkt schmolz in der Ewigkeit, die Strecke schmolz in der Ewigkeit zu einem Punkt zusammen. Und das ist unser Leben. Und die jungen Leute saßen da und haben gesagt, ja, wir wollen ganze Sachen mit Gott machen. Wir wollen diese Gottesperspektive haben. Nicht aus menschlicher Kraft uns irgendeinen Turm bauen und dann irgendwie gucken, ob ich irgendwas sehe, sondern uns vom Heiligen Geist emporheben lassen. Mit Gottes kann ich den Alltag meistern, meinen Platz finden, auch im Reich Gottes. Ja, wo gehöre ich hin? In Technikteam, in Lobpreis, Gebetsdienst, Kinderdienst, ins Büro, in die Verkündigung. Bin ich der oder die Kuchenbäckerin vor dem Herrn? Wenn ich hier oben bin, meine Frau, die kann den besten Erdbeerkuchen der Welt backen. Ihr braucht nicht protestieren, so gut könnt ihr es einmal nicht. Wenn ihr bei uns seid, ihr werdet es einfach feststellen. Und es ist die Erdbeerzeit und die ist gerade. Manchmal backt sie einen für mich und dann lassen wir das Mittagessen ausfallen und essen richtig verschärft Erdbeerkuchen mit einem richtig schönen Bohnen, der schmackhaft ist, mit Pudding drunter, mit Erdbeeren drauf und mit einem Guss, der nicht einfach bloß so ein Guss, geschmackloser Guss ist, sondern der dann auch noch mit Erdbeersaft aufgepeppt wird. Also das Ding schmeckt, sage ich euch. Und manchmal kriegt es einen Eindruck, ich soll dort den Kuchen hinschaffen. Manchmal kriegt es hier oben, sagt zu Udo, der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll den und den einladen. Und das ist ihr Dienst. Der und der hat sich bei mir angemeldet zur Seelsorge. Komm, lass uns beten. Ich will die Gottessicht haben. Ich will den Leuten nicht irgendwas erzählen. Das kann jeder Psychologe besser als ich. Aber ich möchte Gottessicht weitergeben. Und dazu ruft dich Gott. Der will durch dich wirken. Ja. Vielleicht für Dienste, Besuchsdienst, Hilfeleistung, für Trost, für einen Reinigungsdienst. Er will dich rufen und du kannst von oben das sehen und für Gott tun. Du kannst deine Familie mit Gottes Augen sehen, deine Verwandtschaft, deinen Freundeskreis. Was kann ich hier tun, Herr, vor dir? Du kannst priesterlich vor Gott stehen. Das geht, wenn du von oben guckst, im Beruf, in Leitungsfunktionen. Wie oft versuchen wir aus unserem Verstand, ja, wir wissen ja, wie das läuft. Wir wissen ja, wie so eine Konferenz geht. Wir wissen ja, wie das geht. Und du fällst auf die Nase, hundertprozentig. Einmal funktioniert, vielleicht ein zweites Mal noch. Aber es ist immer gut, wenn wir zurückgehen und sagen, Herr, ich will das Ding von oben sehen. Ich will das Ding einfach von oben sehen. Jetzt hat mein alles zurückgespult, das bin ich ganz am Anfang. Soll ich nochmal anfangen? Mit dem Heiligen Geist Städte und Türme bauen. Das ist angesagt. Ach, das habe ich alles, was ich jetzt erzählt habe, ich sollte alles weitermachen. Habt das nochmal. Ja, also das ist so die, das sind so die Zusammenfassungen hier. Wenn ich da hochsteige, wenn ich mich vom Heiligen Geist hochheben lasse. Aber ich denke schon, der Heilige Geist wartet auf uns und möchte, dass wir mit ihm wirklich zusammen leben und losmachen. Ich nenne das prophetischer Lebensstil. Und der prophetische Lebensstil ist, dass ich steige hier auf die Leiter und kann dann dienen. Ich kann dann Leuten helfen, dass sie auferbaut werden. Ich kann Leute liebevoll in einer richtig tollen Art ermahnen. Ich liebe Ermahnung. Du auch? Wenn dich jemand lieb hat, der korrigiert dich. Wir korrigieren unsere Kinder. Wir wollen nicht, dass sie, wie es der Nils erzählt hat, den Abhang hinunterstürzen. Ja, ich liebe Ermahnung. Wir können Menschen trösten. Das finde ich auch hammermäßig. Nicht nur aus Trauerreden. Das ist natürlich auch nötig. Aber uns alle. Genau. So, wir können. Amen, habe ich schon gesagt. Nee, das wollte ich noch nicht. Also komm weg. Ich bin sofort fertig. Ihr Lieben. Lasst uns Städte bauen mit dem Heiligen Geist. Amen. Städte, Orte der Annahme, des Trostes, der Ermutigung, der Heiligung, der Errettung. Oasen der Hoffnung braucht unser Land.
Immer mehr gibt es Vereinsamung. Immer mehr Menschen sind orientierungslos. Immer mehr Kinder wachsen ran, ohne dass sie ein gesundes Elternhaus haben. Lasst uns solche Oasen werden. Immer mehr Mobbing gibt es, Leute, die ausgebrannt sind. Hey, lasst uns solche Oasen der Hoffnung sein. Du oder mit deiner Familie oder ihr als Jugendteam oder die Ottos als Ehepaar. Wäre ich dafür. Sind sie sowieso, haben wir ja gehört. Oasen der Hoffnung, des Lebens aus Gott. Und lasst uns Türme bauen. Türme der Liebe. Funktionelle Familien, wo die Leute hingucken, wie jetzt die Nachbarin rüberkam und sagt zu Udo, ich halte gar nichts von den Christen. Überhaupt nichts, wenn ich mir die angucke. Aber bei euch ist es anders, wenn ich dich und deine Frau sehe. Wenn ich sehe, dass behinderte Leute bei euch ein- und ausgehen, dass ihr euch um solche Leute kümmert. Wenn ich euch beobachte, dir nehme ich es ab, auch wenn ich mit Jesus nichts zu tun haben will. Noch nicht. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Lasst uns Gemeinschaften haben, wo man gerne hingeht, in offene Abende, Gemeinden, wo man hingeht, wo man angenommen wird, wo Einheit da ist, Hauskreise bauen, die sichtbar sind, lebendige Gemeinde und Kirchen. Ich glaube, das will Gott. Städten der Hoffnung und Türme, an denen sich Menschen orientieren können, die von Gott gebaut werden. Doch leben wir bewusst im Heiligen Geist oder nur nach unseren Ideen, nach unserem Gutdünken, nach unseren Eindrücken, nach unserem Konstrukt? Dann sind wir nicht anders als die Bauleute von Babylon. Baue ich meine kleine Gemeinde, mein kleines Reich, stehe ich hier vorne, mache Lobpreis, weil ich will gesehen werden, predige ich hier, um mir einen Namen zu machen oder diene ich Gott? Oder ich mache es anders und sage, Herr, ich fahre nach Annaberg, heißes Pflaster. Ottos, die haben Ahnung. Und die Mama ist auch noch da, die guckt ganz genau hin, was der erzählt. Dann gehe ich doch lieber hoch und sage, Herr, ich möchte dein Diener sein. Ich möchte, dass die Menschen anfangen, mit dir zu leben, Heiliger Geist. Ich möchte, dass sie die Dinge göttlich betrachten und nicht eigene Türme und Städte bauen, dass du kommst und musst es verwirren. Du musst es verwirren. Und wenn es noch so fromm aussieht, ist es nur Religion. Und Religion wird immer verwirrt werden. Ich will dich lebendig erleben. So, und jetzt können wir alle sagen, hier, jetzt rufen wir mal die Buchstaben. A. Amen. Herr, ich danke dir, dass du so viel Geduld mit uns hast, mit deinen Jüngern. Das sehe ich schon, wenn ich die Bibel lese, wie du dich abgegeben hast mit dem Petrus, der seinen kleinen Turm bauen wollte, sein kleines Reich. Die Jünger, die sagten, jetzt ist er gekommen und wir werden zu Rechten und zu Linken von Jesus sitzen. Und du hast das alles zerstört und du hast sie gelehrt. Und so kommen wir heute zu dir und sagen, Herr, wenn du dabei bist, bete bitte mit. Ich bin einer, der aus eigener Kraft Türme baut. Es geht mir sehr um mich, um meinen Ruf. Aus meinen Gutdünken habe ich bis jetzt gelebt, habe es ein bisschen religiös angestrichen. Aber Gott, ich bin heute ehrlich vor dir, es bringt nichts. Das ist wie der kleine Holzturm von der Emilia, den du einreißen musst. Herr, ich bitte dich, vergib mir. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du mir vergibst, dass ich an dir vorbeigelebt habe. Dass ich nicht mich habe von dir hochheben lassen, dass ich nicht zu dir gekommen bin, bei dir angeklopft habe, sondern dass ich so gelebt habe. Bitte vergib mir. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt in Jesu Namen, dass du mich neu erfüllst, dass meine Städte erbebt und die fleischlichen Türme alle einfallen und die Städte auseinanderbrechen. Ich will jetzt losgehen und lernen, geistig zu leben, einen prophetischen Lebensstil zu haben, dass ich die Dinge mit deinen Augen sehe. Heiliger Geist, bitte ermutige mich, erinnere mich daran. Ich will es tun, ich bin vor dir, ich meine es ehrlich. Ich möchte im geistlichen Leben stehen. Ich möchte wirklich ein Kind Gottes sein und in deine Dinge hineinkommen. Denn mit dir zusammenzuleben, Heiliger Geist, das macht Freude. Das gibt Frieden, das gibt Hoffnung, das gibt Sicherheit, das gibt Korrektur. Da kann ich wachsen. Heiliger Geist, mit dir unterwegs zu sein, da bleiben zum Schluss wirklich bleibende Früchte übrig. Heiliger Geist, ganz neu, willkommen in mein Leben. Und bitte vergib mir, dass ich so auf fleischlicher Ebene meine kleine, größere oder kleinere mickrigen Türme gebaut habe, dass ich so mein kleines Reich errichten wollte. Heiliger Geist, du musstest es zerstören. Ich danke dir dafür. Und bewahre mich, wenn ich wieder auf diesen Trip kommen sollte. Amen.
Ich war jetzt in Leipzig in Berlin bei einer Konferenz und da habe ich Leipziger getroffen. Und die sind aus Nigeria, ein Pastorenehepaar aus Nigeria, was ausgesandt wurde aus der größten Gemeinde der Welt. Die haben richtig viele Leute. Und mit denen habe ich gesprochen, so beim Essen und auch gab es so Gebetsrunden. Und dann sage ich, wie lebt ihr jetzt? Und dann sagten sie, bei uns ist Erweckung in Nigeria. Es gab früher mehr Moslems, jetzt gibt es mehr Christen. Aber eins ist bei uns ganz typisch, wir würden nirgendwo hingehen, ohne zu beten. Wir würden nicht auf Arbeit gehen, wir würden nicht zum Friseur gehen, wir würden nicht in die Kirche gehen, ohne dass wir vorneweg gebetet haben. Ohne, mit anderen Worten, dass wir beim Herrn waren und sagen, Herr, ich mache jetzt das, bitte leg deinen Segen drauf. Und sagt sie, das vermisse ich in Deutschland total, auch bei den Christen. Und das soll nicht so bleiben. Nochmal Amen. Und ich wünsche euch einen gesegneten Abend und es ist einfach schön, bei euch zu sein. I love euch. Vielen Dank, Udo, für dein mutmachendes Wort. Also, wir können uns hinstrecken nach dem Heiligen Geist, nach dieser Dimension, wo er uns hilft, aus Gottes Perspektive Dinge anzuschauen. Das macht einen Unterschied. Ja, danke, Udo, von ganzem Herzen. Und wer jetzt merkt, dass er hinterher noch beten will mit jemand, da lade ich jetzt besonders die Mentoren der Jüngerschaftsschule ein und die Mentorinnen natürlich auch, sich bereit zu halten hinterher und zu gucken, wenn da noch jemand Gebet wünscht, dass wir dann bereit sind, mit euch zu beten. Das wollen wir auf jeden Fall sein. Und Udo nickt, also ich nehme an, er ist genauso bereit, mit jedem, der es wünscht, auch noch hinterher zu beten. Wir wollen jetzt unser Abschlusslied singen und dann unseren Siegesgruß gemeinsam sprechen, dann ist offiziell zu Ende. Aber wie gesagt, es gibt einen hinterher für diejenigen, die Bedarf haben, die noch Gebet wünschen. Dafür wollen wir gerne da sein. Oh ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gerade so richtig Lust auf Erdbeertorte. Stehen wir hier und schauen nur auf dich, denn du bist alles, was wir brauchen, die Liebe, die uns zu dir zieht. Komm, setz uns frei, dass Jesus sieht, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt, sein sind auch wir. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt, sein sind auch wir. Gemeinsam tanzen wir und singen nur für dich, denn du bist Freude, die uns treibt, denn du hast uns befreit von Schuld und Leid. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt, sein sind auch wir. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt, sein sind auch wir. Halleluja, Amen.
Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt, sein sind auch wir. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt, sein sind auch wir. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt, sein sind auch wir. Halleluja. Amen. Amen.